Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Video ist aufgrund eines Zuschauerkommentars jetzt gemacht worden hier. Und zwar wurde ich gefragt, ob ich mal zeigen könnte, wie man eben da die Endcard von Waititi macht. Die kennt ihr wahrscheinlich alle, weil Waititi wahrscheinlich so ziemlich jeder kennt. Das ist hier in etwa die Endcard. Es gibt mehrere. Es gibt nämlich auch noch die Endcard. Die sah dann so aus. Ich weiß jetzt eben nicht, welche der Zuschauer haben wollte. Das hier ist ja eine relativ einfache. So sieht ja auch in etwa meine aus, wenn ich eine hinten dran packe. Da sind dann einfach hier die Fenster so klein gepackt. Hier ein Bild hin. Da unten Videos hingepackt und dann einfach das mit schönen Rahmen verziert worden. Allerdings, die Endcard ist ein bisschen komplizierter. Vorweg muss ich sagen, die Endcard wird mit Photoshop oder ähnlichem gemacht worden sein, weil das hier alles Rahmen sind, hinter die das dann im Videoschnittprogramm reingelegt wurde. Wir wollen das ja relativ einfach machen, ohne viel teuren Aufwand, sondern einfach mit Magix. Und mit Magix kann man ja dennoch immer noch schöne Endcuts gestalten. Deswegen schaut mal gerade, zeige ich euch, wie man diese Endcut in etwa ähnlichen kriegt. Vorweg, sie wird nicht so aussehen wie die hier. Und doch, da bitte gleich nicht erschrecken. Es wird dem einen oder anderen nicht gefallen. Aber es ist zumindest so das Ergebnis, was man so mit Magix erzielen kann. Und jedem sind natürlich da keine Grenzen gesetzt. Da kann man natürlich noch draus machen, was man will. Gut. So, dann löschen wir die hier mal raus. Nehmen wir nur die hier. Die Endcard ist ein bisschen aufwendiger. Die habe ich jetzt insgesamt über 11 Spuren geht die. Und angefangen habe ich einfach erstmal mit dem Hintergrund. Weil für Magix, wer Magix jetzt nicht kennt, was oben ist, liegt am weitesten hinten, was unten ist, liegt am weitesten vorne. Der Hintergrund ist ja hier bei Waititi weiß. Und das ist er, so mal gerade Single-Spur, das ist er bei mir auch. So. Weißen Hintergrund habe ich genommen. Dann habe ich einen gelben Rahmen hingelegt. Da habe ich diesen Rahmen hier. Ah ne, genau. Den Rahmen haben wir hier jetzt eben nicht. Wir haben hier diese Rahmen da, die wahrscheinlich mit Photoshop eben erstellt worden sind. In der anderen Endcard gerade hatten wir Rahmen. Den habe ich jetzt hier nach angedeutet. Danach habe ich in den Rahmen die Person, die da sein könnte, reingelegt. Da könnt ihr natürlich euer Video, euer Bild reinlegen, wie ihr wollt. Dann habe ich eine Alpha-Maske genommen, damit wir den Effekt erzielen, dass es oben heller ist als unten, weil oben das wichtiger ist. Die Alpha-Maske können wir noch in der Intensität deutlich einstellen. So sieht es vielleicht ein bisschen besser aus. Dann habe ich ein Bild von mir genommen, hier unten einfach reingepackt, weil wir ja so einfach irgendwie die Bilder da brauchten. Selbiges habe ich daneben gemacht, weil Waititi einfach in der Endcard halt auch zwei Bilder hatte, das war komplett egal. Dann habe ich hier den typischen Abo plus Daumen hoch, so habe ich ihn bei mir nämlich genannt, toller Name, ne? Habe ich einfach hier oben hingepackt, damit man da hinkommt. Und dann habe ich hier Kommentare, die Kommentare, die da einblenden, da habe ich eine... Eigentlich sollten da zwei Kommentare kommen. Da ist irgendwas gerade schief gelaufen. Lasst mich einmal ganz kurz schauen. Ganz kurz schauen, Leute. Wie riecht das denn jetzt hier weg hier? Scheißding. So. Eigentlich sollen nämlich zwei Kommentare kommen. Liegt das vielleicht noch auf derselben Position? Das kann sein. Legen wir es mal weiter runter. Irgendwas ist da gerade noch nicht so ganz toll. Das schauen wir uns aber gleich an, wenn wir mal genauer drüber gehen. Gut, erstmal die ganzen Single-Dinger hier aufheben. So. Jetzt habt ihr mal gerade so den groben Aufbau dieser Endcut gesehen. Und ihr seht auch, sie ist wirklich nicht ganz einfach, wenn man jetzt nicht über Photoshop verfügt und eben nicht freistellen kann. Und das ist eigentlich fast notwendig für eine so aufwendige Endcut. Aber ich gehe gleich nochmal etwas genauer auf die einzelnen Komponenten hier ein. Ja. Das hier unten lassen wir am besten vielleicht erstmal gerade weg. Das mit den einfliegenden Kommentaren. Nur wie ich die hier wegkriege, weiß ich nicht. Szene entfernen. Da. Schwupp, schwupp, schwupp,
Schwupp. So. Okidoki. Nicht so groß. So. Wie gesagt, hier auf die muss ich wahrscheinlich nicht weiter eingehen. Das sind ja einfach nur Bilder, die eingefügt worden sind. Der Uke, das Uke da oben ist auch einfach nur, da könnt ihr wirklich, wie gesagt, eben jeden einfügen. Da kann ich jetzt hier, keine Ahnung, von mir, wo sind denn Videos, kann ich natürlich auch noch alles Mögliche einfügen. Kann ich jetzt natürlich auch ein Let's Play gerade, ein Newsfeed reinziehen. So, Effekte. Position und Größe und dann passen wir das einfach gerade auf die Größe hier an, wie wir es brauchen. Proportionen müssen wir es aber mal nicht beibehalten. So, ja gut, bin ich jetzt ein bisschen gestretched hier. Passen wir halt das gelbe Fenster an. Das müsst ihr einfach echt immer gucken, wie es gerade bei euch benötigt wird und dann... Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum dritten... Seht ihr halt hier, war jetzt gerade nur die Endcard hinten. Zu Ende. Könnt ihr da natürlich genauso wie hier unten auch lebendige Bilder reinpacken. Nur gerade für die Demo ist es einfacher, wenn wir hier was Totes drin haben. Jetzt muss ich nur kurz die Größe noch wieder anpassen, damit ihr auch was zu gucken habt. Nee. So. Oben noch gerade ein bisschen mehr. So. Gut, also wie gesagt, die könnt ihr alle durch die Sachen ersetzen, durch die ihr sie ersetzen wollt. Die Alpha-Maske hier unten, die legt sich jetzt, wie ich festgestellt habe, über die Bilder drüber. Deswegen ziehen wir die mal runter. So. Komm, Alfie-Maske, geh dahin. Wir wollen ja aber, dass sich die Alpha-Maske über das Weiß legt. Deswegen packen wir die Alpha-Maske nach ganz oben. So. Jetzt müssen wir die nur gerade umdrehen. Schwupp. So. Jetzt haben wir nämlich exakt den Effekt, den wir eigentlich haben wollen. Dass es unten dunkel ist und oben hell ist. Dann kann ich den Ocken, den habe ich nämlich vorhin ein bisschen durchsichtig gemacht, damit man das Bild sieht. Das könnt ihr natürlich dann auch regeln, wie ihr wollt. Damit ihr hier hinter noch seht, was da vor sich geht. Übrigens so zur Info kurz, bitte jetzt nicht verwirrt sein, wenn ich so ein bisschen hier rumstammele. Denn Endcut zu erstellen mit Magix ist nun mal an sich ganz einfach. Nur wenn man ziemlich aufwendig braucht, dann ist das bisschen minimal komplizierter eben und ich bin noch mega in der Weihnachtsstimmung irgendwie, deshalb, und heute ist hier Schnee gefallen und deswegen ist alles so, alles ganz toll. Aber wenn wir das jetzt hier mal so sehen, klar, das wird jetzt so, sieht das natürlich ganz anders aus. Ist natürlich aber hier, sind natürlich auch professionellere Videos jetzt als meine, wenn wir hier sehen, bei mir einfach Softbox-Belichtung und LED, das ist dann natürlich was ganz anderes, als wenn dann hier Farben drauf sind, wobei die Farben können wir eigentlich auch. Müssten wir unter Effekte, Kunstfilter, könnte ich das Ganze auch noch ein bisschen interessanter hier gestalten. Da gibt es ja alles Mögliche hier. Da ist euch also, wie gesagt, echt keinerlei Grenze gesetzt, wie ihr eure Endcut denn dann gestalten wollt. Da könnt ihr echt mal so alles machen. So, dann haben wir jetzt hier schon ein bisschen andere Farben. Wir können natürlich auch über die hier noch eine Alpha-Maske drüber legen. Muss ich mal kurz gucken, ob ich denn noch eine habe. Muss ich mal gerade gucken, ob ich Hintergründe... Da hätte ich noch eine. So. Gut, dann müssen wir mal alles auswählen. Nee, nicht alles.
sondern erst ab da unten alles. So. Alles aus. Habe ich das jetzt nach unten gesetzt? Jetzt habe ich aber alles wieder eins nach unten gesetzt. Hm. Jetzt habe ich irgendwie einen Fehler gemacht. Egal, das ist jetzt ein bisschen. Ha. Da müsst ihr mir jetzt nicht zuschauen. Wenn ihr irgendwas zu tun habt, dann schaut mal gerade weg. Hm. Das ist nämlich jetzt wieder die Fizzles-Arbeit, die es nun mal bei Maggies eben ist, wenn man wirklich mit Hintergrund und Ebenen alles in einem Programm macht. Dann ist das eben ein bisschen komplizierter. Effekte, Position und Größe. Müssen wir das jetzt hier ein bisschen kleiner machen. Können das jetzt so. Ich habe doch gerade die Proportion weggenommen. Mann. Maggix ist auch echt nicht das, was das mal war, ne? Das ist was ganz anderes. Jetzt habe ich aber, glaube ich, gerade das Falsche genommen. So. Und dann können wir hier unter Chroma Key Alpha anmachen. Dann ist das hier ein bisschen runder. Dann habt ihr hier nicht mehr diese Ecken. Dafür mache ich aber vielleicht am besten hier unter. Hier gibt es so viel, das ist echt das einzigste Problem, was es bei Maggix für mich gibt. Ist halt wirklich, dass es so viel Kategorien gibt, unter denen man suchen kann. So, aber jetzt, da haben wir es. Jetzt ist das hier auch so ein bisschen abgerundet. Habt ihr nicht die scharfen Kanten wie hier drüben. Dann müsst ihr einfach nur die Alpha-Maske eine Etage tiefer ziehen, dann habt ihr das da auch. Gut, aber im Endeffekt ist das ja fast die Endcut, die wir haben wollten. Klar, ich habe ja noch auch am Anfang schon betont, sie wird nicht so aussehen, aber hey, dafür waren wir jetzt innerhalb von 10 Minuten maximal fertig, haben die Alpha-Maske so hingekriegt und ich finde, man gewöhnt sich dran. Man kann ja, es ist ja wirklich so, ihr könnt ja von der Größe her, könnt ihr ja das alles so verändern, wie ihr wollt. Ihr könnt ja jetzt auch hier, wenn wir da die Proportion einmal wegnehmen, könnt ihr das ja, Proportion habe ich doch gerade weggenommen. Hallo, Proportion. So, dann könnt ihr das ja auch so groß machen, wie ihr wollt. So. Und dann den dünnes Köppis könnt ihr dann irgendwo hier hinsetzen oder einfach auch noch größer und dann seid ihr größer im Hintergrund. Das könnt ihr ja echt machen, wie ihr wollt. Da sind euch ja zum Glück keine Grenzen gesetzt, was ja der Vorteil von Maggix ist, dass ihr nicht, oder von generell, wenn ihr die Endcut in einem Videoschnittprogramm macht, das ist ja der Vorteil, ihr seid nicht drauf festgelegt. Wenn ihr zum Beispiel jetzt in Photoshop die Bilder dann die ausschneidet, dann müsst ihr das auf genau die Größe machen. So könnt ihr euch nach dem Videoschnitt dann noch gerade überlegen, wie sieht das denn jetzt am besten aus. Gut, aber das war's dann für heute. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls nicht doch noch irgendein Kommentar reinkommt und ihr irgendeine Frage zu irgendeinem Video habt. Bis dahin sage ich tschö und falls es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben oder erzählt weiter, dass abonniert wird. Gut, auf jeden Fall sage ich bis bald, tschö und auf Wiedersehen.